Steigende Krankenkassenbeiträge 2025, Rentenkürzung durch die Hintertür für Millionen Rentnerinnen und Rentner. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, ich hatte es ja schon in verschiedenen Videobeiträgen im Monat Oktober 2024 mitgeteilt. Es wird aller Voraussicht nach zum 1. Januar 2025 eine Erhöhung der Krankenkassenbeiträge geben. Der Schätzerkreis der gesetzlichen Krankenversicherung hat wohl festgelegt, dass oder hat wohl festgestellt, dass man den Zusatzbeitrag auf 0,8 Prozentpunkte erhöhen muss für die gesetzliche Krankenversicherung. Und dann, wie sollte es auch nicht anders sein, hat die private Krankenversicherungswirtschaft auch noch mal ordentlich eine Schippe draufgelegt und hat mitgeteilt, dass für rund zwei Drittel der ja, knapp 8 Millionen PKV-Versicherten, die Beiträge, die monatlichen Prämien um 18% nach oben gehen sollen. Das sind also wirklich hammerharte Zahlen, die da auf Millionen Menschen in Deutschland zukommen und besonders betroffen natürlich Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Ja, meine Damen und Herren, es wird auf jeden Fall so sein, wenn die Veröffentlichung im Bundesanzeiger kommt oder in anderen Anzeigeblättern, dass der Gesetzgeber hier oder dass der Spitzenverband der Krankenkassen den Zusatzbeitrag um 0,8 Prozentpunkte erhöht und diese Rechtslage dann ab 01.01.2025 gelten soll, dass dann zeitlich versetzt im März 2025 auf jeden Fall Sie alle, die davon betroffen sind, die von dieser Erhöhung betroffen sein werden. Ich vermute mal, das sind eigentlich alle gesetzlich Krankenversicherten, weil der kassenindividuelle Zusatzbeitrag ja um diese 0,8 Prozentpunkte steigen soll, dass Sie dann alle, die eine gesetzliche Rente bekommen, dann neue Rentenbescheide bekommen. Und da steht dann drin, dass Ihr monatlicher Auszahlbetrag definitiv nach unten geht, meine Damen und Herren. Und da beißt die Maus keinen Faden ab. So wird es sein. Und diese Erhöhung um 0,8 Prozent, und ich kann schon sagen, mit den 18% der PKV, das kann man nur als historisch ansehen. Das sind wirklich Riesenerhöhungen, die dazu führen, dass die meisten von Ihnen als Rentnerinnen und Rentner wirklich hier ganz schwer in die Tasche greifen müssen und dass Ihnen einfach schlicht und ergreifend die Rente gekürzt wird. Bei der privaten Krankenversicherung wird Ihnen zwar nicht die Rente gekürzt, aber Ihnen bleibt praktisch aufgrund der Erhöhung der monatlichen Prämie, die Sie ja dann aus dem laufenden Renteneinkommen zahlen müssen, letzten Endes netto auch weniger von Ihrer Rente zu Ihrem persönlichen Leben übrig. Und man muss sich das ja mal vorstellen, 18% PKV-Beitrag nach oben für zwei Drittel aller Privatkrankenversicherten bedeutet letzten Endes, dass sie deutlich wenig, also dass praktisch die Erhöhung dieses Krankenkassenbeitrags viel höher ist als die Rentenerhöhung zum 01.07.2024. Wir hatten dort 4,57% Rentenerhöhung für alle Rentnerinnen und Rentner in Deutschland, was ja eine schöne Sache war. Aber letzten Endes ist das nur eine zeitlich befristete Sache und Sie werden dann von der Rentenerhöhung die Privatkrankenversicherten, dann geht das schon im Januar los und die gesetzlich Versicherten wahrscheinlich im März oder April dann halt eben davon nichts haben. Und meine Vermutung ist, selbst wenn wir zum 01.07.2025 dann auch wieder eine Rentenerhöhung bekommen werden, ich vermute, da wird es eine geben, weil die Lohnentwicklung doch recht positiv im Jahr 2024 ist, werden Sie auch nicht allzu viel davon haben, weil ja letzten Endes auch noch etwas dazukommt, was Sie vielleicht noch nicht auf der Pfanne haben. Denn der Beitragssatz zur gesetzlichen Pflegeversicherung soll auch noch mal steigen, meine Damen und Herren. Und dann bleibt letzten Endes auch von dieser neuen Rentenerhöhung bei Ihnen nicht viel übrig. Und wir hatten es im Jahr 2024 bis jetzt erlebt, dass es einzelne Krankenkassen gegeben hat, die im laufenden Jahr 2024, ich spreche von gesetzlichen Krankenkassen, den Zusatzbeitrag zweimal erhöht haben. Also richtig, es wird richtig teuer und man greift sozusagen, Sie sind ja nun mal so, für uns im Fokus bei den Rentnerinnen und Rentnern mächtig in die Tasche. Das heißt also, wir bekommen steigende Krankenkassenbeiträge 2025. Das bedeutet für viele Millionen Rentnerinnen und Rentner, ärgerlich, muss man wirklich so sagen, eine Rentenkürzung durch die Hintertür. Und ich bin der Auffassung, man muss jetzt langsam aber sicher handeln. Es kann so nicht weitergehen in Deutschland, dass wir permanent jedes Jahr Erhöhungen der Krankenkassenbeiträge haben, sei es nun durch die gesetzliche Krankenversicherung oder aber durch die private Krankenversicherung. Wir müssen hier endlich
eine einheitliche Bürgerversicherung einführen in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. So kann es einfach nicht mehr weitergehen, dass sich ein Teil der Bevölkerung, Beamtinnen und Beamte, Politikerinnen und Politiker und auch Selbstständige hier dem System der gesetzlichen Krankenversicherung entziehen. Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass eine einheitliche Bürgerversicherung dazu führen wird, dass wir als ersten Schritt Beitragsstabilität haben und dass vielleicht sogar Beiträge sinken könnten. Insgesamt bin ich der Auffassung, dass wir schnellstmöglich über dieses Thema reden sollen. Ich weiß, dass ein Großteil der Bevölkerung in Deutschland für eine solche einheitliche Bürgerversicherung ist. Und meine Damen und Herren in Berlin, die Sie da sitzen im Bundestag, hören Sie bitte meine Worte und denken Sie endlich mal darüber nach. Und denken Sie bitte nicht nur an Ihr Klientel und an Ihr Wahlvolk, sondern denken Sie bitte an alle in Deutschland. Ein Großteil, eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung wünscht sich eine Bürgerversicherung, damit es endlich aufhört, dass jedes Jahr die Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung und in der privaten Krankenversicherung steigen. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu diesem Thema. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.